Er leitet uns auch an. Dann, also, der ist also denn der Bindeglied auch zwischen den Vorhaben, die also von übergeordneten Behörden kommen, und zu dem eigentlichen Fahrpersonal. So, muss er an den Kanaden? 1 Stunde 62. Das kommt noch, das kommt bestimmt hier neu. Genauer Kreuz kommt aber noch erst. Ein Schalter. Am nächsten Signal. Kante hier fallen. Hallo. 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 Frau Teuerkopf. Aber auch nicht nur nach unten gucken, auch nach oben hier ist. Geh mal hoch, lauf mal hoch. Genau. Hallo, ich bin die Frau Teuerkopf. Ja, schönen Tag nochmal. Hallo, ja. Sehr schön. Ist jetzt schon, hallo. Ist jetzt schon voll, wenn ich so Frau Teuerkopf. Ja, ziemlich, wie geht's? Schön, ja. Kann ich besser klagen. Du kannst dich sehen. Ich möchte ja auch gern mal fahren. Ich darf ja nicht. Ja, also mal die Ordnung machen zu der Frau. Können Sie mich da nicht mal anmelden? Nee, musst du schon alleine machen. Was muss ich da machen? Noch richtig eine Ausbildung, wenn sie. Nee, das dauert viel zu lange. Wenn wir Lokführer werden wollen, da sind sie am Dreivierteljahr zu lange. Denn. Ach so, Herr Kreipe, schreiben wir schon mal bitte für Kamera. Ja, na sieh. Mal reinschauen. Na, Frau Teuerkopf, kommen Sie schon wahrscheinlich? Natürlich. Ich würde sagen, unbedingt, ne? Klar. Ich? Ist doch schick. Was sind diese Tafeln hier? Das sind die sogenannten Hauptsignaltafeln. Ja. Die hatte man gemacht, um jetzt, weil hier viel Nebel war, früher, oder jetzt auch noch, damit der Lokführer sich, früher war es die Signalbrücken gab, da hat man in der Mitte zum Beispiel nicht gesehen, wo so ein Signal steht, und da hat man sich herantasten können über diese Bahn. Festhalten jetzt. Schaukelt es hier ein bisschen. Ist es denn so, dass der Zug. Wirkt gar nicht so schnell, ne, die Fahrt. Nö, das ist noch 100, das ist alles. Und darf denn jeder dann immer nur eine bestimmte Strecke auf die eingewiesen ist fahren? Ja, genau, man braucht Streckenkenntnis. Also es kann nicht jeder überall jetzt in Deutschland, Norddeutschland. Ja, wenn er Streckenkenntnis überall hat, kann er überall fahren, aber es ist nicht so. Das sind bestimmte Strecken, da hat man Streckenkenntnis und da kann man dann auch fahren. Was muss man da alles wissen in der Strecke? Na, man muss da 6-mal fahren, davon 3-mal in jede Richtung, davon 3-mal bei Dunkelheit. Man muss eben die Standorte der Signale wissen, die Besonderheiten. Da nicht draufsetzen. Dann kommen wir zum Unsaft zum Halten. Hoch hier, nicht auf diesen Sicherheitsplatz. Was ist das? Das ist die SIFA. Das ist die Sicherheitsvorschaltung. Wenn man da mehr als einen Knopf drückt, dann gibt es eine Zwangsbremsung. Ja. Aha. Das heißt, mir rechts sagt rechts er gleich was hier? Ja, so eine Rehe, wenn man jetzt da sich so aufstützt und dann spricht er hier mit uns dazu und dann sagt er SIFA, SIFA, SIFA und eine Zwangsbremsung. Zwangsbremsung ist richtig schnell. Mit der maximalen Bremskraft auf dem kürzesten Weg. Das ist ein Erlebnis, das vergisst keiner. Das ist immer der Moment, wo dann wahrscheinlich die Kaffeetassen woanders stehen als vorher oder die Getränke ausgeschüttet sind. Kommt eher selten vor. Das kommt eher selten vor. Das ist eine Überwachungseinrichtung, die letztendlich dazu da ist, um jetzt bei Regelmäßigkeiten den Lokführer hier vor Schaden zu machen. Das ist ja getreten. Wenn ich jetzt nicht getreten hätte, dann wäre es die SIFA. Die SIFA ist ja ständig wirksam. Der Lokführer hat ja unten den Fußtaster, da ist er ständig drin. Wie oft passiert das, dass sowas mal los ist? 10? Was sagt, heißt das jetzt? 100 war. Die SIFA hatte das, also muss man sehen. Eine Null ist praktisch, das ist im Normalbetrieb. Ja. Also jetzt, wenn sowas hier, wenn sowas die macht, dann ist es also dann ja häufig, dass man weiß, wo man hin. Das ist eine Autobahnstraße. Das ist die Straße, schon mal über die Stadtautobahn, wenn man nach Köpenick hier rüber. Die Lokführer müssen ja die Strecken, zeig mal, durch Ansehen sich vorher vergegenwärtigen, wenn sie eingesetzt werden. Und wenn man dann hier zu viert oder zu fünf Mal auf dem Führerstand ist, dann kann es schon mal passieren, dass man ungewollt auf so einen Taster kommt.
Also wie lange hinter darf man fahren aus dem Zug? Also wie viele Stunden darf man fahren? 9 insgesamt. 9 Stunden? Ohne Pause? Nee, Pause muss dazwischen sein. Pause muss dazwischen sein. Muss ich ablösen lassen von jemandem? Nee, eine Fahrunterbrechung. Ja. Ach so. Das ist 5 Stunden ununterbrochene Fahrtätigkeit, dann muss also eine Pause gemacht werden. Und in Aria ist es dann so, dann haben wir also von Berlin nach Frankfurt. Und dann Fahrerwechsel. Und dann wird das entweder abgelöst oder. Ach, das ist die berühmte, wenn das heißt, das Team wechselt. Der Team wechselt ist dann. Das ist der Zugführer. Den Wechsel des Lokführers kriegt man in Aria als Fahrer erst nicht mit. Nee? Nee. Meistens werden dann, so wie Frankfurt am Main, das wird dann so genutzt, weil da macht der Zug sowieso eine Wendung. Da wird dann auch das Lokpersonal gewechselt. Die Zugbeeinflussungsanlage, die jetzt bestimmte Geschwindigkeiten überwacht, die eigentlich machen werden müssen. Ja, wobei ich bin nicht sicher bin, ob das mit dem Heben so gut ist. Kind und Kraft. Maximal noch 45 km/h fahren. Wir müssten dann aber innerhalb von 120 Metern unter 40 kommen. Also das ist ganz schön. Diese Überwachungseinrichtung ist eben doch dazu da, um den Zug vor so einem Fahrpunkt, so ein Signal stellt immer ein Fahrpunkt hoch, also der Bereich, der dahinter ist, den Zug sicher zu stehen zu bringen. Okay. Also wenn der Befüller ist, zeigt man aufgrund, dass ihm schlecht wird oder so, wenn man ja im Einwohnbetrieb fährt, dass er dann in so eine Überwachungseinrichtung greift und den Zug auf alle Fälle noch vor der nächsten Weiche in dem Fall hier zu stehen. Okay, also das heißt, auch wenn man nichts macht, bleibt der Zug stehen. Ja. Dann nur unter Umständen eher von Sachen. Na dann wird wieder diese Schnellbremse wirksam, aber lieber unten zu stehen kommen als. Ja, als die Weiche. Wo ist jetzt die Weiche da vorne? Jetzt sehen wir gleich, da. Diese Einwände. Woher kommt die hierher? Das ist die Frankfurter Schiene, kommt aus Frankfurt-Oder. Die kommt dann über Erkner in Berlin rein. Wir nähern uns jetzt mit dem Bahnhof Rummelsburg, dem ICE-Werk. Ja. Wenn die steht jetzt und der sagt, ich kann die nicht, die hat einen Defekt oder so. Also das könnte ich. Von Hand aussteigen, aber nicht mit dem Zug. Nein, nicht mit dem Zug. Dürfen sie auch gar nicht. Also im Störungsfall kann man schon so eine Weiche mit einer manuellen Bedieneinrichtung umkurbeln, aber das ist dann natürlich schon äußerst schwierig. Also das, was wir jetzt hier sehen, ist immer das, was dann in der Zentrale, was man dann fahren sieht. Also wenn Sie jetzt in der Zentrale sind, im Stellbereich Berlin, in der Kranichstraße, da sehen Sie ja die Bildschirmmonitore, genau, und da sehen Sie ja die Streckenbänder, und auf diesem Streckenband wechselt der dann in Rot letztendlich. Ganz genau. Und das ist immer der besetzte Gleisabschnitt. Genau. Ja. Ah, jetzt fahren wir hier in der S-Bahn, genau. Das ist krass, was. Das heißt was. Genau. Und die sagen, aha, das ist die Sonderfahrt sowieso.
Ja, und wir haben uns ja hier, das ist ja noch anders, wir haben uns ja hier angemeldet unter 43 für, was sind wir jetzt hier, 51? Diese Zugnummer erscheint dann dort oben, ne? Genau. Also diese ist ja mit dieser Zugnummer hinterlegt, sodass der Fahrdienstleiter uns dann auch mal direkt ansprechen kann über den Zugführer. Aber die, sagen wir mal, diese Fahrpläne zu machen, ist auch relativ schlecht. Da gibt es extra Mitarbeiter, die weiß für Fahrplan Trassenbelegung, Trassenbestellung, genau. Na gut, das macht das Netz. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen, melden an, genau, Netz genau. Gibt dann quasi die möglichen Fahrzeiten frei. Genau. Und da verschwindet dann der Zug. Also rechts ist jetzt die Warnhalle für lokbespannte Reisezüge und links, da sehen Sie auch schon die ICE stehen. Auf der linken Seite ist dann diese grauen Hallentore, sind dann die ICE-Werke. Ja, der Bahnhof ist in zwei Bereiche unterteilt. Rechts jetzt, wie gesagt, lokbespannt, herkömmliche ICE-Wagen und links, wie gesagt, der Teil der Triebzuganlage. Da steht. Ja, und jetzt sind eben jetzt Fahrzeuge, die am Wochenende haben wir ein bisschen mehr zu stehen. Klar, die hier am Wochenende stehen. Ja. Wie groß ist Ihre EC2-Flotte hier? 44 Züge. Die Ihr Homebase hier haben. Mhm. Und die Sie hier auch warten und pflegen. Das werden die anderen auch, EC3. Ja, die werden hier auch sauber gemacht. EC3 ist hier nicht beheimatet. Es kommen auch EC3-Züge hierher, aber beheimatet sind nur bei uns die 402-Züge. Und da wir jetzt am 54 Züge. Alle anderen EC-Züge kommen natürlich auch hierher, wenn der Fahrplan das vorsieht. Sie werden hier auch dann sauber gemacht, die Züge aber. Nee, das wird und dann müssen sauber gemacht werden. Und die anderen, die stehen wo? Wo sind sie erst daheim? Ja, die EC3-Züge sind in Frankfurt und in Köln beheimatet. Und die 401-Züge sind in Hamburg beheimatet. Dann gibt es noch die T-Züge, die 411, 415, das sind Münchner Züge. Aber sie sind hier schon eher groß. Das geht auch nicht. Wie, unsere Dienststelle hier ist ja sehr. Ja, ja, 44 Züge ist ja schon eine erhebliche Anzahl. Ja, also schon. Groß ist immer so ein Begriff, ist immer relativ. Ja, im Feind ist den anderen regional bereit. Ja, das nimmt sich schon. Ist alles gleich. Wie für 401 gibt es, Herr Greipel? Das haben Sie besser am Kopf. 60er. 67, glaube ich. 68. 59 doch nur. Ja, oder 50, ja gut, ja, also rechnen mit einer. Also kann ich noch jemand anderes setzen. Ich glaube, das ist ja, das ja. Andere Leute. Vielen Dank, Herr Greipel, bis später. Gehen wir mal wieder nach. Tschüss, vielen Dank. Jetzt geht er mehr wieder nehmen, jetzt müssen wir umschalten irgendwann. Jetzt sind wir wieder in 65, hatte ich gerade jetzt. Jetzt fahren wir wieder in eine digitale. Nein. Aber macht es immer besser mit digital. Die ganze Stadt ist digital. Schaffen Sie Ihre Stunden, oder? Ja, das kann man mit aufschreiben. Ja, ja, eben. Das müssen wir dann bringen, dann schreiben wir mit hin, denke ich. Ja, teilweise. Very interessant. Gerade, wenn Sie Fragen haben, dann fragen, ja.
Ja, normaler Reisender kommt nicht in den Genuss, hier lang zu fahren. Nein. Die fahren dann auch nur Leerzüge rüber nach Hauptbahnhof oder Rundbrunnen hoch. Oder ein paar Umleiter nach Lichtenberg im Nahverkehr. Ja. Weiter. Nochmal wischen und weiter. Ja,
anstrengend, ne? Ja, die sind schon so gemacht, damit ein bisschen gemütlich fahren können. Ja. Ja, wir hatten früher noch erstmal mit Urban, früher ganz und gar mit Petroleum und das mitunter ein zweifelhaftes Signalbild, aber der Führer, der muss ja noch fahren, ne? Tja, und dann nicht so ein klimatisiertes Cockpit. Mit dem da voraus, dann hat der Vorhang gewackelt, mein lieber Mann im Winter, da war was los. Damit besser, ja. Wenn es wirklich nicht geregnet hat, wir haben ja bloß so eine Dreieckscheibe. Ja. Das macht mit der Neustellung. Ja. Später waren noch so eine komische rotierende Scheibe. Ja, die haben ein bisschen was gemacht. Manchmal ist das eine gute Sohn. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Unser örtlicher Betriebsleiter. Achso, kurz geklärt und Dr. Bacher hat mit dem Kollegen im Übel gesprochen. Und ihm gesagt, klar, jetzt wäre da zwar ein, zwei Wiederführungsfahrten nach Puttgarn, hat man auch schon aufgestellt. Muss schon wieder aufzufrischen. Aber fährt er selber. Zum Fieber haben wir auch.